Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute bin ich hier für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder ein kleines Kisten-Opening. Wir wollen nämlich die große Kiste hinter uns aufmachen, den Great Vault. Und diesmal mit Main und ja noch zwei weiteren Twings. Dort haben wir auch noch die ein oder andere Kleinigkeit drin und ich würde sagen, wir starten mal durch. Ich hoffe, ich kann meine Serie an unnützem Zeug ein bisschen durchbrechen. Ich habe ja mal schön M-Plus gemacht und bis jetzt aus dem M-Plus-Bereich eher nicht so wirklich das rausbekommen, was ich haben wollte. Übrigens, wir sind mittlerweile jetzt zumindest in dem M-Plus-Bereich über den 2K-Score-Gedönse, also mein Mount habe ich damit drin und ja, jetzt relativ gechillt haben wir das hochgemacht über die letzten Wochen immer mit 4 Keys die Woche. Ich glaube, ich bin sogar 5 Keys die Woche gelaufen, weil ich dann nochmal wem ausgeholfen habe, aber im Normalfall immer schön die 4. Heißt, wir müssten 4 Belohnungen bekommen. Ich habe jetzt auf DD gelassen, denn ich würde ganz gern ein DD-Trinket haben wollen und mal gucken, was haben wir drin. Oh boy, das sieht schon wieder ganz und gar nicht gut aus. Ein Trinket. Das ich definitiv nicht brauche. Und hier habe ich einen Hosenslot mit Mastery Crit. Ach, Blizzard, warum tust du mir das an? Ja gut, ich könnte jetzt hier eine Kette nehmen mit Crit Mastery für M+, ne? Das wäre eine Möglichkeit. Dann habe ich hier eine Waffe mit Mastery. Gut, die ist die, die ich anhab, bloß mit Zusatz Verteidigung. Einen Ring mit Crit Tempo, der ist halt ehrlich gesagt bis auf den Sockel auch nicht so nice. Es ist halt nicht mal ein Item, das irgendwie gut wäre. Also nicht mal so irgendwie. Nee. Also ich glaube, ich nehme mal für die Hose für einen Raid. Dann habe ich da zumindest höhere an, weil im Moment spiele ich halt im Raid folgende Kombi. Dass ich hier diverse Crit-Hose habe, plus hier den Hals. Wenn ich dann eine höhere Hose hätte, dann habe ich zwar kein Versa drauf, aber zumindest einen Haufen andere Stats mehr, ne? Ja Gott, komm, also der ganze Rest, der ist komplett nutzlos. Ich könnte es halt andersrum mit der Halskette machen. Da habe ich halt aber auch, ja gut, da habe ich zumindest kleinen Versa drauf, ne, für ein Plus dann. Aber gut, komm, egal, wir nehmen die Hose. Das war mal wieder eine Nullnummer. Und wir kriegen einen 17er Key, weil ich letzte Woche da noch die blutigen Tiefen drin war, was recht entspannt war, muss ich sagen. Und ja, dann ziehen wir die Hosen einmal an, diesen 20 Item Level höher. Die werden tatsächlich sogar besser sein, auch wenn kein Versa drauf ist. Dennoch muss ich sagen, bin ich ein wenig enttäuscht, dass wir kein vernünftiges Item bekommen haben. Gut, dann würde ich sagen, tun wir die mal umtransmoggen. Müsste das später mal nochmal simmen, aber da müssten wir ziemlich sicher drüber sein. Ziemlich sicher. Naja, pusht zumindest ein bisschen das Item-Level, ne? Das ist so ein kleiner Wermutstropfen. So, jetzt switchen wir mal noch kurz auf den Twings rüber. Und zwar habe ich ja noch ein bisschen LFR gemacht mit den Twings. Ich bin so ein bisschen am Mount-Farmen, ne? Beim dritten Boss und haut es ja im NHC und im HC ja schon um und mit dem Main war ich auch im LFR drin und jetzt mit zwei weiteren Twings habe ich das auch noch gemacht und ja, Mount gab es mittlerweile leider keins, aber vielleicht kriege ich hier das ein oder andere Teil raus, was die Twings zum einen brauchen können und zum anderen vielleicht noch zum Transmoggen, das wäre schön. Ja gut, jetzt habe ich halt hier nur ein Item zur Auswahl, das sind Schuhe. Die haben zwar den Herrschaftssockel, aber ich glaube, ich habe mit dem gar keine Dinger. Also das ist schon mal eine Nullnummer. Das brauche ich hier schon leider nicht. Gut, wenn ich vielleicht einen Herrschaftssockel hätte, dann könnte es besser sein, ne? Ich habe jetzt mit dem Twink hier mein ganzes Gear soweit auf 220, wie ihr seht, abgegradet. Das ist einfach hier von Kort hier, dieses komplette Gedöns, ne? Und ja, damit kriegt man das relativ gut hoch. Mittlerweile 220, das geht tatsächlich auch noch höher, ne? Wenn ich jetzt auf der letzten Stufe bin, ich glaube, das geht bis 233, ist glaube ich die höchste Upgrade-Stufe, aber da brauche ich noch ein bisschen Ruf, beziehungsweise Ruhmstufe. Okay, die Schuhe, ich würde sagen, die lassen wir. Oh, ich habe hier noch ein paar andere Sachen. Umflacken, das ist aber nix. Die lassen wir jetzt einfach mal im Inventar, eventuell kann ich die irgendwann mal noch brauchen. So,
Dann schauen wir mal auf meinen zweiten Account noch hier rüber. Und zwar haben wir da auch nochmal einen Char. Da habe ich, glaube ich, auch nochmal ein paar Bosse. Ich glaube, ja, eine Belohnung müsste ich nur kriegen. Oh, ein Ring, der bringt mir natürlich fürs Transmog leider auch nichts. Schwur der Neuen, ne? Schade, da hätte es einfach das Mount auch drin sein sollen, ne? Aber ich glaube, das kriegst du leider aus dem Vault nicht. Das wäre nämlich dann zu schön. Gut, der ist zumindest für den Twink hier ein kleines Upgrade. Und ja, damit sind wir eigentlich wieder durch. Sonderlich zufrieden bin ich mit meinem Loot leider nicht, aber wer ist das schon mit dem Vault? Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so rausgezogen habt. Ging es euch ein bisschen besser mit dem Vault? Kriegt ihr etwa das, was ihr haben wollt? Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Opening wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.